Ja, ich wurde als ein Engel geboren und als Kind wurde ich sehr bald ein Junge. Dann wurde ich ein Dichter, dann wurde ich ein Sänger, dann wurde ich ein Maler. Dann war mein Leben. Es ist Sport und Musik für mich immer wesentlich gewesen. Und heute kann ich sagen, dass auch meine Ausbildungen als erwachsener Mensch mich noch ganz besonders ausgelegt hat. Beziehungsweise die verschiedenen Sachen, dass ich ein Techniker geworden bin und dass ich ein Geisteswissenschaftler und ein studierter Mensch geworden bin, mit Wirklichkeitsforschung des Sozialen. Das ist für mich persönlich vergleichbar mit dem, was ein Tennisspieler erlebt, wenn er Kokain nimmt. Ich bin ganz anders mit den Menschen und ich habe natürlich Verständigungsschwierigkeiten, indem ich ganz, ganz viele Sachen, die ich sehe und die ich weiß, nicht sagen darf und halte es für menschlich, dass ich es immer wieder versuche und das meistens zur Zumutung wird, weil die meisten Menschen eben an den Rändern ihres Verstehens ziemlich unwirsch sind, noch etwas dazu zu lernen. Aber das ist das Menschliche, dass die Menschen Berührungen haben, natürlich keine Deckungsgleichheiten. Und die Musik, die äußert sich bei mir dann in der Freude an der Musik. Und mein Musikspielen ist ja viel zu ungeübt, aber es steht vielleicht trotzdem für die Freude an der Musik. Und da will ich jetzt hier dieses versuchen, was ich nicht geübt habe. Silbermann sagen, der sich immer freut, wenn er die schweren Stellen konnte. Also, hier hat er jetzt was geschafft. Die Kinderseiten der Epoche aus der Reihe Zeugen und meine Geschichten greifen immer da, wo ich irgendwann Worte erfunden habe, diese Worte dann gelegentlich auf, um sie näher zu auszubauen, sie räumlich sozusagen anzunähern, in Beziehung zu stellen. Und hier ist es das Schamzünglein. Das legendäre Schamzünglein, eine Groteske. Wo man nicht genau weiß, welchen Geschlechtes die Person ist, die etwas spricht oder schreibt, ist es manchmal ein Zünglein an der Waage, wie auch wieder nach Geschlechtszugehörigkeit der aufnehmenden Person unterschiedlich bestimmte Begriffe begriffen werden. Wenn zum Beispiel von der Scham die Rede ist, ist das Schamzünglein nicht weit. Und wer hätte es nicht bereits als Kind aufgezwungen bekommen? Schäm dich! Und wer würde sich Scham für Scham erinnern an die Stufen seiner Beschämungsfähigkeit?
an seine Schamzeit, an die Epoche seiner Kinderseiten, in der das Schamgefühl entwickelt wurde? Was Harmloses der Kinderwelt wurde nicht alles angegriffen, das man dann verstecken, verleugnen oder irritieren musste, wenn es zu vermeiden galt, beschämt zu werden, weil etwas schmutzig, zu klein, zu groß, hilflos ausgesetzt, klein oder groß gemacht zu werden, damit nicht mit dem Finger gezeigt wurde, bis eine selbstverteidigende Schamlosigkeit ihr natürliches Recht zurückzugewinnen vermochte. Kaum zum Gegenbeschämungsangriff fähig, hielten sich auch ungebetene Schamrichter und Schamabrichter nicht mehr für das Zünglein an jeder Schamwaage. Dabei ist es ziemlich leicht, durch grundsätzliche und unberechenbar vorgetragene Schamlosigkeit, Zufall, Brandmarkung, Aussonderung, Abweichung und Nonkonformität, etwaiger Ächtung, Verachtung, Schande oder Beschämung wegen Ungleichheit entgegenzugehen und den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und es leuchtet ein, je freisinniger das Anderssein als Menschenrecht, wie Himmel und Erde, Tag und Nacht, Leben, Tod und Selbstverständlichkeit gehandhabt wird, desto weniger Chancen haben die Konstrukteure der erwerbsmäßigen Psychotherapien als schamlose Affekthäscher sich selbst und ihr Geschäft fortzupflanzen. Etwas anders verhält es sich mit Scham- und Schuldgefühlen, die wir selbst empfinden, wenn wir gegen unsere eigenen Ansprüche mangelhaft oder falsch handeln oder urteilen. Hier müssen wir nach eigener Veränderung trachten, nach Veränderung der angelegten Maßstäbe und danach mit solchermaßen perspektivischem Versagen offen und ohne Tabus umzugehen. Schließlich, was kümmert uns Adenauers Geschwätz von gestern? Wessen Scham verletzt ist, sollte statt seiner die Scham töten. So mit der Ehre, mit dem Ansehen, mit Stolz und erlittenen Kontrollverlusten vor den Augen der anderen. Jedenfalls ist sich schämen ein edles Gefühl, wie jedes andere, Blähungen, Hunger oder aufsteigende Hitze. Wichtig ist die angemessene Reaktion, und die ermisst sich nach dem Schamzünglein an der Waage der Frage, was tut gut? Man will leben, also muss man sich nicht stellen, sondern wehren. Auf jedes Pfui passt wieder ein Pfui. Und wenn dieses Spiel zu öd ist, hat es ohne Stottern fast verstanden, denn der Mensch und sein Weib waren bekanntlich nackt und schämten sich nicht. Und wem sich die legendäre Scham, die mit zwei Händen nicht zu bedecken wäre, entdeckt, melde dieses unverzüglich bei der Redaktion. Die Kinderseite der Epoche.